Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Und ich muss jetzt mal ganz schnell die Solarpaneele, die ich gebaut habe, auch irgendwo unterbringen, damit das mit der Stromgewinnung bei Tag dann auch besser funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo ich noch. Hier oben hatte ich noch ganz viel Platz, genau. Ja, da war doch was. Ich wollte doch hier so eine Art Solarpark aufbauen. Ziehe ich die jetzt einmal komplett durch? Dann kann ich hier drei unterbringen. Ist vielleicht besser, ne? Je mehr, desto gut. Bei Solarpaneelen echt, je mehr, desto gut. Wir brauchen tierisch viele, damit das überhaupt funktioniert. Und denke mal, ja, wir werden durch die Bauroboter und die Logistikroboter nämlich jede Menge Strom verbraten. Also das ist Wahnsinn, wie viel Strom die Dinger fressen. Und wir müssen Akkus bauen, sehe ich gerade. Akkus haben wir nämlich keine mehr. War auch viel zu wenig. Oh Gott, wie viel blaue, rote, Dingsbums. Warum nimmt der kein. Ach so, weil er auf Geben eingestellt war, weil ich ja das eine Zeit lang so gemacht hatte. Ja. Ich glaube, ich mache Schnellen aus dir. Die Grünen kommen ja gar nicht rein. Deswegen, ich mache jetzt mal ein bisschen Nachhilfe. Ich habe genug grüne Pakete, aber die kommen nicht durch. So, jetzt kommen sie auch wieder durch. Und Rot kann ich ja mal einfach hier reinpacken. So. Grün kann ich ja schon mal hier mit reinhauen. Dann läuft die Forschung auch weiter. So. Akkus. Akkus waren hier. Oh, ich kann genau einen bauen, weil ich fünf Batterien dafür brauche und sechs im Inventar habe. Ja, bauen wir mal einen. Genau, dafür habe ich nämlich auch so viele Batterien gebraucht. Deswegen, wir brauchen Batterien, damit wir das mit den Akkus weiter betreiben können. Wir brauchen für so viele Dinge Batterien. Das ist Wahnsinn. So, ich kann. Gut, ich kann erweiterte Schaltkreise machen. Ich baue das jetzt mal so. Das ist halt. Dann muss ich gucken, dass ich die Anbieterkisten, dass ich hieraus passive Anbieterkisten mache. In der Hoffnung, dass das dann auch funktioniert, wie ich das benötige. Oh Gott, jetzt habe ich Stahlträger mitgenommen. Wollte ich nicht. Wow. Ja, wir haben schon einige. Dann kann ich nämlich irgendwann auch Roboter herstellen. In der Fabrik. Ja, ich werde mal mit Logistikrobotern, ich werde mal fünf Logistikroboter bauen und mal ein paar passive Anbieterkisten. Yay. Noch die zweite Stufe erforschen. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles, was irgendwie auf diese Art erforscht werden kann, erforscht. Also da ist dann irgendwann nichts mehr. Das ist das Problem. So. Ja, das dauert jetzt eine Weile hier. In der Zwischenzeit könnte ich aber noch mal einen Blick auf die Verteidigung werfen. Und mal Kisten umfüllen und nachlegen und weiß ich nicht was alles. Gott. Hier Mauern. Ja. Hier muss ich auch wieder noch, genau, das könnten wir auch noch machen. Ich habe, jo, Landaufschüttung, auch schön. Wenn ich hier auch weitermachen. Das muss hier einfach noch ein bisschen größer werden, das Gebiet.
der rechten Seite. Wir müssen zwar immer gucken, dass die Pumpen nicht beeinträchtigt sind, aber es sollte eigentlich hier soweit gehen. Hier haben wir Mauer. Ach, hier hatte ich keine. So. Ah, wunderbar. Das ist ja super, dass das so geht. War ich jetzt nicht sicher, ob das hinhaut, aber es funktioniert, wenn man so ein bisschen Land hat. So. Genau, und hier hatte ich ja angefangen. Ja, kommen wir noch mal hier weiter. Einfach mal eine Verbindung. Komisch, aber ich mache nur Landaufschüttung, auch wenn es ein bisschen wie ein Maschinengewehr klingt. Wahnsinn, was ein Kohlefeld. Irre. Gut, dass wir nicht mehr so viel Kohle brauchen, sonst müssten wir womöglich auf die Idee kommen, hier noch abzubauen. So, jetzt ziehe ich das mal so weit es geht zurück. Dass hier auch doppelt ist und dann... Ach, wir haben noch mehr. Dann kann ich ja hier auch noch das auch noch machen. Machen den See hier und die Mauer. Komm, ein bisschen näher ran, dann sieht man wieder was. So. So, jetzt machen wir hier erstmal zu. Ja, klappt, dass ich da lang laufe, das ist gut. Und hier oben runter, da werde ich auf jeden Fall noch dann weiter Land und Mauer machen. Aber erstmal muss ich jetzt hier wieder gucken. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Wir sind bei den Schaltkreisen. Da brauchen wir ja Massen für die Roboterhangare für. Aber haben wir vielleicht mal nur erstmal die Roboter? Ich habe ja zwei Roboterhangare und dann werde ich mal nur einen hinterher schieben, dann ist es nicht ganz so viel. Oder zwei. Irgendwann müssen wir auch uns mit der mit den Zügen beschäftigen. Es wird auf jeden Fall noch kommen und ja. Das hier müssen alles dann passive Anbieterkisten werden. Wo ich hier den Kram drin einlager. Ich möchte es gar nicht als Lagerkisten machen, sondern wirklich als passive Anbieterkisten. Damit hier immer was rausgeholt werden kann, wenn es benötigt ist. Oh, da fehlen jetzt Zahnräder, ne? Ach, Zahnräder. Na, ja, das ist schön. Ich habe so viele Zahnräder. Ah, Zahnräder. Da brauche ich wieder Greifärmchen und... Was ist hier? Ach so. Oh, alles voll. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann machen wir hier mal 1 rein. Noch 1. Und dann holen wir noch ganz schnell. Es ist ein bisschen... Ah, die Kisten kommen. Okay. Da muss ich jetzt gucken. Also so ganz... ich weiß halt nicht, wenn ich sage, okay, na, ich habe ja hier kein Logistiknetz. Also die Maschine...
Ja, ich weiß nicht, wie das mit den mit nur passiven Anbieterkisten funktioniert, ne? Das ist jetzt so, das braucht zum Beispiel Eisenplatten. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt mal hier passive Anbieterkisten. Einfach stelle ich hin. So. Und ich sage, hier kommt Kupfer rein. Hier kommt Eisen rein. So. Du bekommst Logistikroboter. Logistik. Das ist mein eigenes. Ja, das ist mein eigenes Logistiknetz. Ich weiß jetzt aber überhaupt gar nicht, wie ich diese Logistikroboter dazu bringe, hier was hinzubringen, weil ich habe ja, ne, ich habe ja hier keine Anforderungen, die ich einstellen kann. Also ich könnte im Augenblick hier nur, keine Ahnung. So, ich, ne, also ich habe jetzt halt hier Schaltungsnetz. Muss ich ein Schaltungsnetz aufbauen, damit das funktioniert? Oh Gott, ich weiß es nicht. Weil ich habe ja hier nichts, was jetzt sagt, okay, nicht, was die Dinger machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wofür die Dinger da sind. Ich weiß nicht, was das Schaltungsnetz, also ich glaube, in Bezug auf die Logistik bringt mir das auch gar nichts. Produktivitätsmodule, Effizienz- und Geschwindigkeitsmodule. Also ich habe, so wie ich das sehe, jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, bringen so und so viel Sachen irgendwo hin und pack sie dann hier rein. Also die Logistikroboter tun nichts momentan. Ich könnte nur das vielleicht, ich könnte sagen, ich packe dann hier eine Lagerkiste hin, die ich nicht gebaut habe. So, ich packe jetzt hier zwei Lagerkisten hin. Beziehungsweise, ja, pack da zwei Lagerkisten hin. Mach aus der hier eine passive Anbieterkiste und aus der eine passive Anbieterkiste. Warum blinkt die? Ist die nicht im Logistiknetz oder hat die keine? Was heißt das? Was heißt das Blinken? Die außerhalb des Bereiches, den die Roboter anfliegen können, nehme ich mal an. Wo? Da. Ich habe keine, ich habe quasi keine Roboter in Reichweite. Heißt das Blinken, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau. Also es ist so ein bisschen, so, die sind, ich möchte auf jeden Fall eine Verbindung haben im Logistiknetz. Die sollen, ne, ich will nicht nur damit, die sollen alle untereinander verbunden sein, die Stationen, die Roboterstationen. So, wenn ich jetzt sage, da sind die passiven Anbieterkisten und hier möchte ich Lager... Nee, falsch. Oh Gott! Hier möchte ich, also, dass man quasi trickst, ne? Dass man dann sagt, okay, ne, hier und dass man sagt, was da rein soll. Kann man das irgendwie vorgeben, indem man, keine Ahnung, da was reintut? Und
da irgendwie was reintut. Wieso geht das nicht? Kann er aus einer Lagerkiste nichts nehmen? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist aber blöd. Ich meine, wie soll man das denn dann machen? Dann hast du doch kein Logistiknetz in dem Sinn. Was willst du mit einer passiven Anbieterkiste? Wenn du da nichts mit... So. Wenn ich jetzt sage, Logistikroboter, ihr sollt... So, ich packe die jetzt mal da drüben hin. Die fliegen da alle rein. So. Transportiert Gegenstände zwischen Logistikkisten. Die tun aber nichts. Ich habe jetzt gesagt, das sind passive Anbieterkisten. So. Das ist eine Lagerkiste, aber die liefern nichts hin und her. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oder sind die noch nicht aufgeladen? Ist ja süß, dass ihr so rumpiept, aber... Ich weiß gerade einfach nicht... ja. Gut. Wir unterbrechen mal die Produktion hierhin und sagen hierhin und hier rein. So, ich brauche nämlich, ich muss blaue Wissenschaftspakete machen, ganz dringend. Was brauchen wir denn? Elektrische Erzförderer, erweiterte Schaltkreise und Motoreinheiten. Ja, die Logistikroboter kann ich im Augenblick für gar nichts richtig benutzen, wenn ich das richtig verstehe. Ach Gott. Es wäre ja so schön gewesen, wenn es mal einfach geht, ne? Ja, hier wird auch nichts rübergepackt. Ich habe kein Schaltungsnetz. Das ist eine Lagerkiste, okay. Kann ich auch eine normale Kiste draus machen. Dann packe ich hier einfach... Das rein. Habe ich jetzt noch eine Kiste? Nee. Machen wir noch mal welche. Hier. Warum? Warum geht das nicht? Ach, weil er noch so viele da drin hat. Dass er gar keine... herstellen muss. Okay. Jetzt. Ja. Gut. Jetzt wird er produzieren. Ja, also das Logistiknetz kriegen wir auf jeden Fall noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gerade schauen. Wir sind jetzt persönlicher Roboterhanger. Bauroboter aus deinem Inventar herausarbeiten auch nett, aber... Exoskelett-Ausrüstung. Das ist schön. Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Das finde ich super, weil man dann auch noch aufspalten kann. Aber da brauchen wir 75 blaue Pakete. Ich muss erstmal die Bergbauproduktivität erhöhen. Da brauchen wir 400 von jedem. Wenn ich das richtig sehe. Ach du Schande. Module. Bremskraft. Ich suche gerade... Umspannwerk, ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das machen wir, glaube ich, bevor wir die Bergbauproduktivität erhöhen. Batterieausrüstung, Arbeitsroboter, Transport. Hier. Nee, das ist nur die Geschwindigkeit. Ich suche. Ach ja, das waren die Lichtbogenöfen, genau. Und die hier. Also die fortgeschrittene Materialverarbeitung muss ich im Endeffekt dann, wenn ich die blauen Pakete habe, dann weiß ich, ich brauche 250 von denen.
Ja, kann man sich ja ausrechnen, was für Massenmaterial wir brauchen. Wir brauchen Motoreinheiten, wir brauchen Kunststoff, wir brauchen Kupfer. Ich würde das so gerne automatisiert irgendwie machen. Einfach eine Fabrik hinstellen, sah, und alles da reinschmeißen immer. Das ist mir lieber, als wenn ich... bauen jetzt hier einfach noch zwei Fabriken auf, einfach nur so, weil wir es können. So, da kommen Motoreinheiten rein und Erzförderer und erweiterte Schaltkreise. Können wir denn irgendwas hier? Erweiterte Schaltkreise, die können wir doch auch herstellen. Dann machen wir doch hier mal erweiterte Schaltkreise. Dafür brauchen wir das, das und das. Das kannst du doch jetzt mal hier in größeren Mengen herstellen. Machst hier schon mal einen Greifarm, der das rüberträgt. Hier machen wir einen Greifarm, der das raushaut in eine Kiste, wenn es dann irgendwann rauskommt. Ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier auf. Warum kann ich keine. Warum habe ich. Ich habe zu wenig Erz in den Taschen, ne? Nehmen wir mal ein bisschen Stahl weg. Dann werden hier auch wieder Dinge nachgeschoben. Wir nehmen mal die Motoreinheiten da raus. Ach, das wäre so schön, wenn man das alles schon automatisieren könnte, ne? Aber es geht nicht. Wir brauchen etliche Erzförderer. Ja, ist jetzt irgendwie nicht so ganz ideal, den ganzen Kram irgendwie manuell trotz allem machen zu müssen, aber ich weiß gerade sonst nicht, wie wir zurande kommen sollen, weil so wirklich funktionieren tut das ja hier mit den Dingern nicht. Die stelle ich da mal wieder rein. Bis wir das Logistiknetz ausbauen können, das ist ja noch ewig und 3 Tage. Das ist wirklich noch verdammt lang hin. Hier, wir brauchen Akkus. Total wichtig und hat auch Vorrang vor anderen Sachen. Wir brauchen, glaube ich, nochmal Kupferöfen. Wobei im Augenblick läuft es mit der Kupferverarbeitung. Wir könnten hier jeweils noch einen Ofen vorsetzen. Habe ich noch große? Nee. Die Folge will ich auch nicht mehr überziehen. Die letzte Folge habe ich ja dann doch ziemlich. Und auch die davor musste ich ja doch. Habe ich dann doch ziemlich überzogen. Das finde ich blöd eigentlich. Also, wenn die dann zu lang sind, dann habe ich das Gefühl, ist das zu anstrengend, die in einem Stück durchzugucken. Ich habe sogar überlegt, die Folgenlänge auf 20 Minuten zu beschränken. Also einfach ein paar kürzere Folgen nacheinander und dann dafür aber vielleicht mehrmals die Woche oder so. Muss ich mal überlegen. Könnt mir ja mal schreiben, ob das interessant wäre, wenn ich nicht nur Donnerstag, sondern vielleicht irgendwie an 2 oder 3 Tagen die Woche. Dafür dann so 20 Minuten Folgenfaktorium mache. Hätte ich auch kein Problem mit. Aufnehmen mache ich das sowieso en bloc. Also immer so ein paar Stunden, weil es sich einfach nicht lohnt, nur für 20 Minuten das Spiel zu starten. Man sieht ja, wie schnell man in einer halben Stunde schon nicht mehr zurande kommt mit allem. Deswegen wäre jetzt nicht das Problem da. Mehr an Folgen von kürzerem Umfang zu machen. So 20 Minuten Folgen sind bei Factorio, glaube ich, ganz gut eigentlich. Da könnte man vielleicht ein bisschen besser dem Ganzen folgen. So,
Jetzt wollte ich die Lichtbogenöfen, aber da brauche ich ja so viel Strom, ne? Aber ich brauche die Pakete, deswegen muss ich das auf jeden Fall machen. So, forschen. Und du brauchst die Dinger. Und ich glaube, ich mache jetzt mal Geschwindigkeitsmodul und Effizienzmodul und ein Produktivitätsmodul. Und das packe ich dann alles hier rein. Hier noch drei, ne? Ach nee, es gehen nur zwei. Dann kann ich das Produktivitätsmodul. Das wir machen erstmal nur das Geschwindigkeits. Vielleicht mache ich mal zwei Geschwindigkeitsmodule da rein. Und hier dann auch noch Geschwindigkeitsmodul. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Das frisst dann zwar mehr Strom, aber ich werde hier auch noch Solarpaneele hinsetzen. Und ich will ja immer noch hier meinen Offshore-Solarpark machen. Dafür muss ich eben halt alles. Ich halt hier ein bisschen. Ne? Ist denn. Ich glaube, das muss ich von oben nach unten machen, sonst finde ich den Punkt nicht, weil hier hatte ich ja schon angefangen. Ich will hier runter. Ich könnte das ja auch mal irgendwann offscreen machen, aber eigentlich gehört es ja wirklich zum Spiel dazu, ne? Es gehört einfach dazu, diese Sachen so zu machen. Dieses ganze Gebaue und das ist halt so in dem Spiel. Was hast du denn? Du hast aber eigentlich gerade von allem genug. Hier kann ich schon wieder. Ich könnte hier auch noch eine Kiste hinsetzen, wo ich einfach alles reinpacke, wie hier. Das funktioniert. Ordentlich Batterien. Motoreinheiten. Motoreinheiten. Ja, das ist alles nicht schön. Ich hätte gerne, ich überlege schon, ob ich das mit den Fabriken, ob ich die nicht eher hier untereinander setze. Oder hier so in der Reihe und dann hier unten die Produktion runterziehe zu den Wissenschaftspaketen. Aber mal gucken. Ich habe schon Pakete. Ich kann hier eins und hier schon mal zwei. Das frisst, wie gesagt, mehr Strom, aber ich habe halt die Hoffnung, dass das dann sich letztlich bewährt, weil wir dann die Pakete schneller kriegen. Weil ne, wir brauchen sehr viele für die Forschung. Hier ist wieder alles voll. Haben wir noch, können wir noch Ärmchen und. War nur ein bisschen, aber bisschen ist besser als gar nichts. So, und jetzt packe ich hier die blauen Pakete rein und setze einfach einen Arm dahin, der das dann noch reinpackt. Gut. Mal gespannt, ob alle blaue Pakete kriegen. Wahrscheinlich nicht. Es wird nicht reichen. Wie immer. Wow. Ich brauche noch wieder Ärmchen. Und ich brauche Förderband. Ja, hier wird gerade keins neu produziert, aber pff, ja, ist halt so. Okay, hier ist auch jetzt erstmal wieder ordentlich am Laufen.
ich brauche. Eindeutig. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das... Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Falsch. Ich habe es falsch gepackt wieder. Ah, no. Es ist schon wieder, ja, links. Ach, ja. Links die Kiste ist Eisenplatten und die andere ist Zahnräder. Und ich habe es falsch gemacht gehabt wieder. Jetzt machen wir es so. Links Zahnrad, rechts Eisenplatte. Ich hoffe, ich kann mir das endlich mal merken. Meine Güte. Ich muss auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich genug... Ob da oben noch... Ob alle Öfen noch genug Power haben. Ja, hier ist alles zu. Muss ich hier einen Teiler hinmachen? Bringt das hier einen Teiler hinzumachen? Ich hier den... Hier den hinsetze... Und nee, an der Stelle bringt es nichts. An der Stelle bringt es nichts, weil das ja hier rauf geht. Ja. Ich könnte jetzt hier irgendwas hinpacken, das... ja, ich könnte jetzt hier einen Greifarm schon noch zu einer zweiten Kiste packen. Ich weiß nicht, ob das dann Overkill ist, aber die produzieren ja gar nicht, weil ich einfach nicht genug... Ja, ich stelle hier einfach eine zweite Kiste hin. Von mir aus auch wieder so eine Lagerkiste. Das ist mir total egal. Ist das halt eine Lagerkiste und keine passive Anbieterkiste, aber egal. Wir haben hier so viel, das ist... So, wie sieht es denn hier aus? Ah ja, ordentlich Kunststoff. Kunststoff brauche ich für... Was genau? Ich weiß es schon nicht mehr. Das ist einfach so wahnsinnig viel. Hier für die erweiterten Schaltkreise. Ja, ich glaube, ich werde hier mal eine Kiste hinstellen. So. Das mache ich jetzt noch eben. Kiste. Ein Arm habe ich noch. Du brauchst elektrische Schaltkreise, Kunststoff und Draht. Elektrische Schaltkreise, Kunststoff und Draht. Kannst du alles haben. So. Kannst du alles haben. Du kannst das alles haben. Du bräuchtest... Ach, wie schön. Du bräuchtest elektrische Erzförderer. Ja. Dafür brauche ich Eisenplatten. Okay, ich werde eine Fabrik... Ich werde das hier umbauen. Ich werde das hier umbauen. Ich muss das hier umbauen. Das macht mich irre, dieses Hin- und Hergelaufe. Ich werde... das umbauen und werde eine Fabrik erstellen für elektrische Erzförderer und ja, ich werde jetzt erstmal einmal alle bauen, die ich kann, aber nee, das geht so gar nicht. Und dann hoffe ich mal, dass die Forschung dann auch wieder weiterläuft. Im Augenblick stockt sie wieder, weil ich nicht genug Wissenschaftspakete habe, weil ich ja hier keinen Erzförderer reinpacken kann. So, ja, also das muss alles automatisiert werden. Das macht mich irre. Am liebsten würde ich die Fabrik für die blauen Pakete ja auch hier oben irgendwie hinstellen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Denn die Materialien, die ich da brauche, für sind ja alle da unten. Das ist das Problem. Und deswegen wäre das so toll, wenn das Logistiknetz liefe. Aber es läuft ja nicht, weil es eben halt anders
aufgebaut wird mittlerweile. Also ich habe, als ich mich damit beschäftigt habe mit dem Logistiknetz, habe ich mir halt ältere Videos angeschaut von Let's Playern, die das schon gemacht haben und habe dann gedacht, boah, das ist ja super, das funktioniert ja total brillant. Und dann habe ich hier festgestellt, dass das von der Forschung her eben erst zu einem Zeitpunkt kommt, ja, viel weiter in der Zukunft liegt. Und keine Ahnung, wo wir im Augenblick noch überhaupt gar nicht die Möglichkeiten für haben. Also das ist irgendwie so ein bisschen frustrierend, sag ich mal, ne? Es wäre schön, wenn es anders wäre gerade. Wenn es irgendwie anders möglich wäre. Ja, na gut, ist halt so. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann. Ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut und ja, ich werde jetzt auch erstmal, glaube ich, wieder stoppen mit dem Aufnehmen, beziehungsweise werde jetzt einfach schon mal so 20-Minuten-Folgen aufnehmen, versuchen 20-Minuten-Folgen aufzunehmen und mal gucken, wie viele ich dann davon vielleicht hochlade, so nach und nach, beziehungsweise wie dann so eure Resonanz ist. Also bitte schreibt es echt in die Kommentare rein, wie soll das künftig laufen mit dem Factorio Let's Play? Einmal die Woche mit einer Halbstundenfolge oder lieber häppchenweise über die Woche verteilt, vielleicht dienstags und donnerstags und dann vielleicht auch nochmal sonntags oder sowas, so 20-Minuten-Folgen oder täglich eine 20-Minuten-Folge, wobei das, glaube ich, totaler Overkill wäre. Das könnte ich, glaube ich, auch zeitlich nicht stemmen. Aber ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.